Ich habe beim letzten Mal die Gleise nur vorläufig fixiert. Ich möchte jetzt zunächst einmal noch einen Test durchführen. Ich habe die Digitalschaltung wieder auf Trab gebracht und schalte mal. Jo. Und wenn alles richtig ist, müsste auch meine kleine Lok sich hier jetzt bewegen. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich setze die mal auf das Hauptanschlussgleis. Und es passiert absolut nichts. Ich teste mal die anderen Weichen durch, ehe ich jetzt ernsthaft aktiv werde. Läuft. 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 So, und warum läuft jetzt meine Lok nicht? Die Antwort ist eigentlich gar nicht so schwer. Sie kriegt keinen Saft mehr. Nächste Frage, warum kriegt sie keinen Saft mehr? Mir den Strom ja über das Anschlussglas hier hinten weg. Gucken, da müsste sie ja zumindest reagieren. Und tut sie ja auch in Grenzen. Kein Saft auf dem Gleis. Ich hatte die Biester ja hier festgelötet. Okay, ich nehme die Steuerung darunter. Und auch meine kleine Lok. Und schnapp mir mal mein Messgerät. Ich schalte das mal auf Widerstandsmessung. Und dann schaue ich mal, hier Kontakt zu dem anderen Glas habe. Nein. Ja, blöd, Mann. Muss ja gucken, ob ich Kontakt zu den Steckern hier habe. Nein.
Da kommt gar nichts. Ich hätte jetzt erwartet, dass wenigstens ein Kontakt noch dran sitzt. Gar nichts, das ist absolut tot. Wie ist mir das denn wohl passiert? Der sitzt noch. Und auch der sitzt noch. Mysteriös. Von da bis zu diesen Magnetartikelschaltern hin gibt es ja den Kontakt. Sonst hätten die Weichen ja nicht schalten können. Die werden also mit Gleichstrom versorgt. Also muss irgendwo zwischen hier, wo die Kabel ganz offenkundig noch dran sitzen, und diesem Gewusel hier der Kontakt verloren gehen. Folge das mal von dem Gleiskabel in grün. Das geht hier aber durch. Und von dem Gleiskabel in braun. Das ist gekappt. Was ist mit dem Grünen? Ich gucke mal, ob ich da Kontakt habe. So, zu der Geschichte fällt mir jetzt nichts Druckreifes mehr ein. Die Frage ist, wie ich das in den Griff kriegen soll. Ja gut, das ist ein Fall für den nächsten Einsatz.